Wenn es um Flüchtlingspolitik geht, fällt mir natürlich ganz aktuell das furchtbare Bild des kleinen Flüchtlingsjungs Aylan Kurdi ein. Der ist in etwa so alt wie meine Tochter und es ist wirklich nicht zum Aushalten. Und ein Europa und eine Bundesrepublik, die das letztendlich zulässt durch eine Abschottungspolitik, das kann wirklich nicht wahr sein. Und deswegen ist es, finde ich, zentral, dafür zu sorgen, dass es sichere Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge gibt und damit ausgeschlossen wird, dass Menschen, Frauen, Kinder und Männer elendig im Mittelmeer ertrinken. Ich glaube, dass das die zentrale Herausforderung ist zu dieser Zeit, egal ob man links ist, sondern wenn man Mensch ist.